Hallo, hallo Leute. Ja, Leute, kennt ihr nicht alle das, was ich gerade im Hintergrund abspiele? Die meisten von euch haben ja Revelation schon gespielt und haben mir berichtet, dass sie andauernd auf irgendwelchen höheren Runden in Anführungszeichen, also 50, 60, 70 plus, also keiner ist hier auf eine High Round richtig gekommen, weil alle in diesen Runden gefreezt sind. Ich habe hier zwei Game Crashes hier im Hintergrund abspielen. Vielen lieben Dank an die beiden Leute, die mir das geschickt haben. Ihr findet natürlich deren Link in der Beschreibung. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass alle hier auf der Map crashen. Jetzt dachten wir uns, woran liegt es? Vielleicht liegt es ja an irgendeinem Mechanismus auf der Map, den wir umgehen können. Wenn es etwas ist, was wir nicht ändern können, so wie auf Origins, dann sind wir mehr oder weniger am Arsch. Aber so wie es aussieht, haben wir einen Mechanismus gefunden, durch den wir auf jeden Fall höher spielen können. Angeblich sind es nämlich diese komischen Affen-Lava-Zombies, die immer wieder die Freezes und Errors halt verursachen. Ob das wirklich so stimmt, kann ich schlecht sagen, aber es gibt eine neue Strat und mit dieser Strat wurden jetzt schon über 135 Runden Solo erspielt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eigentlich im Prinzip das gleiche wie bei der anderen Strat. Holt euch den Apothecary Servant und upgradet den. Holt euch die Tigern und eine dritte Waffe, wenn ihr Insta-Kill nutzen wollt. Ja, auf jeden Fall, was sehr, sehr wichtig ist, holt euch auch die DG4 aus der Kiste, denn die ist mehr oder weniger euer bester Freund bei dieser Strat. Außerdem müsst ihr beachten, dass ihr die Türe von Spawn zu Origins zulasst. Ihr lauft mehr oder weniger über die ganze Map, um dann eben hinter dieser Türe von Origins rüber zu katapultieren und dort dann zu campen. Ja, das Ganze sind drei Windows-Spawner. Also ihr habt da zwei Fenster genau in diesem kleinen Bereich und eines ist noch auf der anderen Seite von diesem Katapult und es kommen immer wieder Zombies von hinten. Also unterschätzt es nicht. Deswegen ist es auch wirklich von Vorteil, wenn ihr euch noch das Schild dazu baut. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr bestimmte Sachen baut, schaut einfach in die Beschreibung. Ich verlinke euch natürlich meine Tutorials dazu. Ja, alles, was ihr jetzt hier in der Strat machen müsst, ist vor allem mit dem Apothecary Servant so ein kleines bisschen antrainen. Müsst ihr auch nicht wirklich machen. Ihr könnt auch mehr oder weniger in der Ecke einfach gammeln und einen Schuss davon schießen. Und wenn ihr dann zwei Schüsse von dem Apothecary Servant abgegeben habt, sollte eigentlich eure DG4 komplett aufgeladen sein. Und dann benutzt ihr einfach die DG4, springt von einem Fenster zum anderen und dann wieder von vorne mit dem Apothecary Servant. Es ist sehr, sehr schnell. Also es ist, glaube ich, bestimmt genauso schnell wie die Strat auch verrückt. Vielleicht ein bisschen langsamer, weil es drei Fenster sind. Aber der Vorteil ist halt hier, man crasht nicht, so wie es aussieht. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, diese Strat mal anzuspielen und zu sehen, ob ihr damit über 100 Runden kommt. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst hier, ist, dass Panzer Marquas spawnen wieder vor euch, also mehr oder weniger in euch. Holt euch die Tigern auf jeden Fall gegen die Panzer, weil die Tigern wreckt die einfach. Drei Schüsse drauf, der Panzer hört auch auf, euch anzuschießen, wenn ihr mit den Tigern schießt. Schießt einfach eure drei Schüsse und der Typ ist weg. Ja, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Es ist nicht so, als könntet ihr hier einfach Wunderwaffe spammen und nicht aufpassen. Denn vergesst nicht, die hat ja nur 15 Schuss höchstens. Ja, probiert es einfach mal aus. Schreibt mir in die Kommis, ob ihr über 100 Runden geschafft habt oder ob euer Game wieder freest. Würde mich richtig interessieren. Ich versuche heute Abend noch die Strat Co-op zu spielen. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Video.